Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. So, jetzt freue ich mich aber riesig drauf. Jetzt geht's hier los. Und Mirko, du musst dann auch einen Kaffee trinken. Du musst noch arbeiten. Wir brauchen Geld. Komm, mach. Kevin. Oh, Johnny. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das Krabbeln und auf den Hintern fallen liegt nun hinter Kevin. Er ist endlich ein Kind und zwar hat er jede Menge Arbeit und vor allem Haufenweise Hausaufgaben vor sich. Aber wenn Kevin sich anstrengt und in der Schule schön fleißig ist, wird es das Leben schon gut mit ihm meinen. Da du bei der Erziehung Höchstleistungen vollbracht hast, dank Kaffee, darfst du nun wählen, welches Merkmal Kevin weiterentwickeln soll. Na dann schauen wir mal. Der Gute ist Virtuose und Einzelgänger. Schlechte Kombination. Es wäre jetzt fast gut, eben noch was zum Kreativen dazuzugeben. Virtuose und künstlerisch. Künstlerische Sims sind außergewöhnlich kreativ. Sie sind gute Maler, Schriftsteller und Musiker. Künstlerische Sims profitieren, wenn sie an der Sims-Universität einen Abschluss in den schönen Künsten anstreben. Wisst ihr was? Genau. Wir haben es uns zwar verdient, was auszusuchen, aber im Sinne der Challenge und, vielleicht auch, weil ich nicht jeden so kreativ machen will, weil ich das fast immer tue. Machen wir jetzt einfach mal ein Zufallsding. Jetzt ist er Tierfreund. So, jetzt müssen wir ihm aber noch was Anständiges anziehen. Moment. Testing. It's enabled. Testing. Dann können wir ihn schnell ins Sim bearbeiten. Und keine Angst, ich mach schneller. Okay, ungeschnitten waren das jetzt gute 8 Minuten. Eieiei. So, jetzt Mirko. Gehst immer noch nicht ins Bett, du trinkst einen Kaffee. Deine Frau ist noch 3 Stunden aufgereizt. Die muss jetzt aber was essen. Du musst aber nichts zubereiten. Du kannst dir einfach ein Stück nehmen. Kevin, der kann als einziger keinen Kuchen essen. Und er braucht ein Bett, und zwar jetzt so langsam ziemlich dringend. Eine künstliche Pflanze hier. Ja.
3. Ja. Das ist gut, wir können uns das Bett leisten. Jetzt müssen wir aber ein bisschen tricksen hier. Aber die Dinge können wir so nicht leisten. Ich meine, es ist ja einfach, ein paar Regipswände einzuziehen. Also es ist realistisch, dass man das auch in der Mietwohnung machen kann. Also, erst noch schnell eine Geburtstagstorte essen. Run me. Wir brauchen ein neues Haus, sagt Kine. So, wir haben es geschafft. Ist jetzt kein Stück Kuchen. Gehst. Genau, ins Fitnesscenter. Kevin geht ins Bett. Oh, wir haben noch gar keine Spülmaschine. Dann sind alle erstmal beschäftigt. Papa ist auch schon da und freut sich. Aber sonst nur einer. Passt ja. Gut, dann lauf mal ein bisschen. Das kann ich mal klauen. Ah ne, klau das mal nicht. Obwohl, da ist ja gut abgelenkt. Na, kommt jemand? So, das geht nicht. Und schafft sie's? Nein. Sie schläft eher ein. Ich merke, wir das selbe Problem haben, wenn er jetzt nicht lange. Ja, ich würde sagen, er soll es noch probieren, bis er aufgestiegen ist und dann kann er Jeffrey hier. Was ist da? Da müssen wir, glaube ich, mal draußen schauen, ob da noch irgendwo jemand in der Nähe ist. Ah. Wer bist du?
So, komm, gleich hast du es geschafft, gleich bist du einen Punkt aufgestiegen. Voilà. Reicht aber noch nicht für... Erledig doch jetzt. Also, weiter geht's. Der zweite Teil des Abendprogramms. Hoffentlich ist er noch da. Ja. Guten Tag. Und gleich werden wir uns sehr, sehr schlecht verstehen. Gemein? Nein. Erpressung. Oh, viel hatte der aber nicht. Egal, da kommt es heim. Ja, gleich fällt er tot um. Mirko nahm Daniel Jigger 261 Simoleons ab. So, irgendjemand muss die Zeitung mal aufräumen. Und da das unsere Sims nicht machen, muss ich das machen. Das geht auch. Ja. Okay, Mirko. Träum was Böses. Wie viel brächte das Bett? 195. Dann verkaufen wir das auch mal. Wir müssen jetzt genügend Geld haben, um schnell die Wand einzuziehen. Brutal, wie brutal. Der Raum hat ja praktisch gar keine Belüftung. Ah doch, aber der Raum nicht. So, eine Tür. Jetzt gehen wir mal zu, ob wir das auch noch woanders hinbekommen. Dann haben die Kinder schon fast einen eigenen Raum. Ist noch die Tapete. Und die Tapete hier. Und dann brauchen wir noch eine Lampe, damit es noch ein bisschen heller ist, weil wir immer was schön Kindliches haben. So was Passendes für ein Kinderzimmer, meine ich. Tiefsee-Blub-Laterne, das... Achso, muss ich außen anbringen, nicht drin. Also Tiefsee-Blub-Laterne passt gut. Thematisch... Das Motiv passt auch gut zu den Jungs. So eine kleine Wohnung. Und das mit einer vierköpfigen Familie. Und da unser Kevin ein Tierfreund ist, dann adoptieren wir vielleicht noch ein Tier dazu. Oh. Ah, bist du schon wieder fit genug?
Nichts mehr mit weiterschlafen. Warum lacht sie? Sie sollte mal wieder rausgehen. Oh, da fällt mir noch was ein. Haben wir noch genug Geld? Mal schnell schauen. Elektronik? Audio? Nein. Routine, mach Hausaufgaben. Sascha kann ein bisschen spielen. So, jetzt hast du eigentlich soweit 2 Tage noch. Ah, das ist gut. Und sie... 4. Mirko? 10. Was? Das richtet sich nach der Höhe dessen, was er aus anderen Leuten rausgepresst hat. Und das hat er offensichtlich nicht gut genug gemacht. Ganz meine Meinung. Sims lieben es, neue Sachen zu haben. Ich weiß nicht, ob das so begeisternd ist. Das ist ja wirklich mehr eine Notlösung. Kinder, die bereits früh mit dem Musizieren beginnen, entwickeln sich häufig zu wahren Genies. Kevin schläft ganz schön unruhig. Und das ist auch seine erste Nacht im Bett ohne Gitter davor. Routine, Routine. Sascha in die Luft werfen, das kann man sich mal machen. Mama muss mehr Hausaufgaben herunterladen. Diese ganze nasse Sache. Fertig, Mama muss aber auch auf die Toilette. Denn jetzt... ...125 Fahrzeuge wurden gelöscht. Wow. Oh. Nein, ja Gott, kam ja nicht mehr zu klauen. Gut, Tina, du bist gerade noch wach genug. Handwerken können wir uns nicht mehr leisten. Da muss noch was zur Dekoration hin. Ja, jetzt wird's... Wahnsinn, Tag.
Schild von Imbiss. Gar nicht so einfach in der kleinen Küche. Mama muss Sascha füttern. Ob das noch reicht? Ja, ich denke, das reicht noch. Oh. Moment. Kevin ist fit. Ja, lass mich ihn ausschlafen. Ist ja heute zur Schule und er hat noch 7, 4. Gleich wird er aufstehen. Nein. Nicht getäuscht. Mama ist fertig, sie hat's geschafft. Damit sage ich Tschüss und bis morgen.